Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, ich grüße euch. Wir reden heute das zweite Mal, was recht außergewöhnlich ist, um dieses Monster. Das ist das 8849 Unihertz Tank 3. Ja, das ist ein Smartphone, bevor gefragt wird. Das sieht man hier an dem Display, laufenden Android. Auch wenn man sie vermuten möge. Das Tank 3, das Tank 1 und 2 ja schon vorgestellt, und das waren ja schon echte Schlachtschiffe gewesen. Das Tank 3 muss natürlich die Vorgänger toppen und das ist hier Unihertz bzw. 8849 auch gelungen. Das Tank 3, das ist gelistet beim Hersteller für $800, die verkaufen das selber aber gar nicht. Das gibt es dann aktuell leider nur bei AliExpress. Ich habe schon mehrere Anfragen bekommen. Es ist wirklich krass, wie da die Resonanz ist. Ich meine, schaut euch das Ding mal an. Das ist doch kein Smartphone mehr. Das ist ein Backstein. Das ist eine Nahkampfwaffe, Freunde. Das ist ein Hirschumbringer, mit dem man halt telefonieren und zocken kann. Sei es drum. Bei AliExpress ist das Tank 3 für 627 Euro gelistet. Das Ding ist krass. Das will ich jetzt gleich mal spoilern. Ich meine, es ist ja nicht nur krass, weil es unfassbar schwer ist. Es ist krass wegen dem Akku. Der misst 23.800 mAh und wird mit maximal 120 Watt geladen. Das entsprechende Ladegerät, das wird hier von 8849 auch mitgeliefert. Ihr habt ja schon gemerkt, so ganz günstig ist das Smartphone nicht, was bei den China-Brands eher ungewöhnlich ist. Aber ich sag's euch, da kriegt man hier so viel geboten, dass man merkt, der Preis ist auf jeden Fall angemessen. Als SoC kommt der Dimensity 8200 zum Einsatz, also kein Luschen-SoC. Wir haben 16 GB Arbeitsspeicher. Hier steht 32, weil auch Unihertz sich angewöhnt hat, da jetzt 16 GB virtuellen Arbeitsspeicher dazu zu rechnen. Aber Freunde, wir haben 16 GB richtigen physischen Arbeitsspeicher und das ist einfach unfassbar. Da habe ich vor einem Jahr gesagt, das ist Blödsinn, das sage ich auch heute immer noch. Aber zumindest finden wir normalerweise 16 GB Arbeitsspeicher wirklich nur bei den Gaming-Flaggschiffen und hier ist es dann in so ein Outdoorer. Ja, es ist ein Outdoor-Smartphone. Das liegt jetzt hier nicht nur an dem Akku, dass das Gerät so fett und so schwer ist. Also hier nach IP68 und IP69 kam wasserdicht und wir haben natürlich ein stark verstärktes Gehäuse. 512 GB Festspeicher, der lässt sich auch noch per SD-Karte erweitern, das ist einfach insane, rein vom Speicherausbau her. Das ist selbst bei einem 1000-Euro-Smartphone ist das kein Standard. Das Display 6,79 Zoll in der Diagonale, es ist recht groß, wie wir sehen können, löst mit Full HD Plus auf, LCD IPS, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Und da haben wir schon so ein paar Specs, die sind definitiv aus dem Flaggschiff-Bereich. Die Bildwiederholfrequenz, der Arbeitsspeicher, der Festspeicher und die Ladegeschwindigkeit, Freunde. Absolut krass, und das halt in eine Outdoor-Smartphone von einem Hersteller, den man hier eigentlich nicht kennt. Die Rückseite, ihr habt es schon gemerkt, das Ding hier, das Gelbe, das ist kein Zierelement, das ist das Camping Light, das ist also ein LED-Licht. Wir haben zusätzlich ein total putziges kleines LED-Licht hier oben, das ist für die Kamera, das ist eben fürs Camping, gibt es eine extra App für. Dann haben wir hier noch ein Entfernungsmesser auf der oberen Seite, da ist also ein kleiner Laser verbaut und der kann uns dann die Reichweite zu einem bestimmten Objekt angeben. Der kann aber auch zum Beispiel Volumen berechnen, indem man halt mehrere Messungen durchführt. Weiß nicht genau, wofür das ist. Ich kann auch eine abschalten. Jetzt blinkt halt nur noch blau oder halt nur rot oder beide. Ich kann auch auf immer anmachen. Wofür das jetzt so genau sein soll, weiß ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Gerät tatsächlich unter anderem halt von den Polizisten konzipiert wurde, damit die halt mit Unihertz Tank 3 irgendeinen Verbrecher hinterher rennen. Oder auf dem Fahrrad. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wofür das jetzt so genau ist. Ich kann mir dafür wirklich keinen Anwendungsfall vorstellen. Ihr könnt ihr gerne in den Kommentaren spekulieren. Das Licht, das Campinglight runter, das macht absolut Sinn. Wir haben eine 200-Megapixel-Kamera. Habe ich das letztes Mal erwähnt? Wir haben eine 200-Megapixel-Kamera. Das ist halt die Hauptkamera. Wir haben eine 50-Megapixel-Frontkamera und eine 64-Megapixel-Nachtsichtkamera. Dafür gibt es hier noch Infrarot-LEDs. Das heißt, das ist wirklich echte Nachtsicht, was zugegeben nicht außergewöhnlich ist bei Outdoor-Smartphones. Unser USB-C-Anschluss befindet sich natürlich unter einer Kappe, damit das Gerät wasserdicht ist, unterstützt aber auch OTG. Da wir hier einen unfassbar fetten Akku haben, können wir auch andere Smartphones mit unserem Tank 3 aufladen. Das Gerät ist schockresistent und soll einen Fall aus 1,5 Metern aushalten. Wenn das Gerät mit dem Display auf den spitzen Stein fällt bei dem Eigengewicht, kann mir nicht denken, dass das überlebt. Aber zurück zur Kamera. Wie geil ist das denn? Das Kamera-Setup ist eigentlich auch sick. Wir haben really eine 8-Megapixel-Tele. Für diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, wir haben verlustfreien optischen Zoom. Also nicht nur digitaler Zoom, was ja bei 200 Megapixel schon mal durchaus funktionieren kann, sondern wir haben auch eine echte Tele. Das ist wirklich ziemlich krass. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, was für eine Hauptkamera das ist. Das steht aber leider nicht da. Steht nur, dass die mit 200 Megapixel auflöst. Aber ich würde gerne wissen, wer die produziert hat. Kamera-Setup ist auch insane. Underwater-Kamera gibt es hier entsprechend also eine Funktion, dass wir dann halt zum Beispiel mit unserer frei belegbaren Taste Fotos machen können. Das Display wird deaktiviert. Und so können wir unter Wasser mit dem Tank halt Fotos machen, allerdings mit dem Gerät tauchen gehen, freiwillig. Das erinnert mich irgendwie so an Mafia-Methoden, wenn die irgendwelche Zeugen entsorgt haben. Weiß nicht, ob man mit dem guten Stück wieder auftauchen kann oder ob man es dann doch auf dem Boden des
Ozeans zurücklassen sollte, bevor es einen runterzieht in die Tiefen. System klar, Android 13. Hier, bevor ich euch das System zeige, ich habe ja schon mal ein Video gemacht mit einem Kurztest, deshalb gehen wir jetzt nicht nochmal auf alles ein. Ist Android 13 Stock, läuft natürlich super flüssig. Der Dimensity 8200, der hat richtig Bums. Bildvideofrequenz können wir nur 60 und 120 Hertz einstellen. Mit der Helligkeit kommen wir hier fast auf 800 Lux Peak und das ist richtig gut. Das ist erfreulich, ihr wisst, dass manche da nicht den größten Wert drauf legen. Aber gerade beim Outdoor-Smartphone brauchen wir auch helle Displays. Die Leistung 1258 im Single, 3918 hier im Geekbench 6. Auf jeden Fall kräftig. 911.000 Punkte im AnTuTu 10. Zum Vergleich ein Snapdragon 8 Gen 1, der macht ungefähr 1 Million. Der Gen 3 im Übrigen, der macht fast 2 Millionen. Das ist total insane. Aber wie wir sehen, der SoC, der spielt schon in der oberen Liga mit. Lese- und Schreibwerte sind auch ziemlich gut. Würde mal schätzen, UFS 3 stand natürlich nicht in der Beschreibung. Hier nochmal kurz gezeigt. Ja, Security Level 3 leider. Bedeutet, wir können Streaming hier nur auf 480p, ne, Level 3. Ist ein bisschen schade. Der Akku Test, der musste natürlich abschmieren, Freunde. Der lief übel lang. Schaut euch das mal an. Deshalb habe ich das jetzt hier gescreenshottet. Ne? Das ist der Akkuverbrauch. Der PCMark Battery Life Test, ne? Da läuft ja der PCMark Performance Test in Endlosschleife, bis der Akku runter ist. Normalerweise. Der ist aber irgendwann abgekackt. Und mit irgendwann meine ich, der Test lief bei 100 Lux fest eingestellten Display an 50% maximaler Lautstärke, beziehungsweise 120 Hertz mit Wiederholfrequenz. Einen Tag, 15 Stunden und 49 Minuten. Könnt ihr euch vorstellen, das Ding lief und lief und lag hier einfach rum und ich dachte, der wird niemals fertig. Der wird für immer und ewig diesen Test abspielen. Und der Akku hatte dann noch 37% übrig. Das ist wirklich insane. Und ja, man bezahlt den Wert dann halt entsprechend hier mit der Gerätegröße, mit der Gerätestärke, mit dem immensen Gewicht. Und das Gerät wiegt aber mehr als ein halbes Kilo. Ich muss mir echt nur eine Waage anschaffen, die ein Kilo macht. Da sind wir drüber. Ich denke auch mal so zwischen 550 und 600 Gramm. Ja, der Hersteller gibt das leider an der Stelle nicht an. Er weiß warum. Und für diejenigen, die jetzt so die optische Einschätzung halt nicht reicht, wir haben eine Gerätestärke von 3 cm. Den Entfernungsmesser habe ich mal getestet. Wie gesagt, der läuft hier auf Laser. Den habe ich auch mal ein bisschen weiter gemessen als jetzt hier nur bis zur Wand. 9 Meter. Beziehungsweise 9,172 Meter, also 3 Stellen nach einem Komma. Damit können wir schon ein bisschen was anstellen. Wir können auch Bereich, also dann halt ein Quadratmeter, Volumen, dann halt in Kubikmeter oder wahrscheinlich auch Kubikzentimeter. Macht er dann halt mehrere Messungen und rechnet das dann automatisch aus. Können wir ja auch nutzen. Ich habe das Campinglicht habe ich mal getestet und habe es auch mal verglichen mit einer normalen LED. Jetzt aber nicht irgendeine Billo-Lampe. Da habe ich schon hier meinen Samsung Galaxy Note 20 genommen. Da war schon ein ganz vernünftiges Kamerasetup und auch eine vernünftige LED verbaut. Und Freunde, das ist absolut kein Vergleich. Absolut kein Vergleich. LED-Licht von meinem Samsung-Smartphone, das sieht man dann kaum. Und dann kommt aber die LED-Lampe hier von dem Tank. Wobei das nur bei 50% war. Wenn ihr die Taschenlampe nur ganz kurz verwendet habt, auf 100% müsst ihr dann 10 Minuten warten und könnt bis dahin das Campinglight nur auf 50% verwenden, was immer noch ordentlich ist. Die Kamera, da habe ich auch letztes Mal schon einiges gezeigt, da blende ich euch mal ein paar Bilder ein. Der Sensor mit den 200 Megapixeln, das ist Flex. Die Anzahl der Megapixel bestimmt nicht 1:1 die Qualität oder die Schärfe von dem Bild, das ist Blödsinn, aber wir können trotzdem in der Summe ganz vernünftige Aufnahmen machen. Die Kamera wird hier niemals bei DxO irgendeinen krassen Platz belegt. Ich glaube aber, DxO testet sowieso keine Outdoor-Kameras. Was nämlich das betrifft, ist das hier mit einer der besten Kameras, die ich in einem Outdoor-Smartphone bisher getestet habe, was die Hauptkamera angeht. Aber auch die Nachtsichtkamera, da kommt gleich noch ein Video, Freunde, hat hervorragende Qualität und vor allem einen echt flotten Autofokus. Mit der Tele, ja, können wir tatsächlich auch verlustfrei zoomen. Die ist mit 8 Megapixel natürlich längst nicht so hoch auflösen wie die Hauptkamera. In dem Preisbereich und vor allem bei Outdoor-Smartphones haben wir das normalerweise nicht. Okay, das ist ohne Bildstabilisierung. Einfach nur so gefilmt, bei 4K, mit 30 FPS. Yeah. So, machen wir noch einen Test der Nachtsichtkamera. Hier also die Infrarotkamera. Und wir gehen jetzt in den Flur. Der Flur ist ziemlich dunkel. Jetzt hat er erstmal ein bisschen, ne, braucht er kurz, um scharf zu stellen. Das ging aber relativ schnell. Jetzt kommt noch so ein ganz kleines bisschen Licht durch die Eingangstür. Deshalb gehen wir mal ins Studio. Hier ist es komplett dunkel, weil es ja auch so sein soll. Und wow, das ist unglaublich. Also ich habe hier drin wirklich kaum noch Licht. Also ich persönlich sehe gar nichts. Okay, machen wir noch so einen kleinen Test der Frontkamera. 1920x1080, also hier Full HD möglich bei 30 FPS. Das ist ganz okay. Sieht auf dem Vorschaubild ja auch ziemlich scharf aus. Ich werde nachher mir einen Schnitt mal genau anschauen. Ihr seht es ja jetzt, einen Audio-Check machen wir natürlich auch noch. Hallo, ihr Lutscher! Okay, Freunde, ich hoffe, ich habe jetzt hier bei dem Prügel nichts vergessen. 8849 liefert wirklich ab. Wir haben einen fetten Akku, den wir mit 120 Watt laden können. Also richtig nice. Wir haben auch USB on the go, um eben dieses Smartphone hier als Powerbank zu verwenden. Der SoC, der ist absolut flott. Also geht ja schon in Richtung Flaggschiff. Viel mehr, als man normalerweise von einem Outdoor-Smartphone erwartet. Dem zur Seite steht 16 GB Arbeitsspeicher. Reicht über Jahre. Da wird der Prügel
Wirklich, der wird, an irgendwas wird er sterben. Aber das Gerät wird sicherlich nicht irgendwann wegen RAM-Mangel ausgemustert werden. Speichern können wir auch hier eine Menge, 512 GB Festspeicher, Freunde. Da ist auch noch ein weiterer Micro-SD-Karte. Ich habe es vorhin nicht erwähnt, aber wir haben natürlich 4G inklusive Band 20 mit dem vorinstallierten Play Store, die deutsche Systemsprache. Das Gerät ist für den deutschen Markt gedacht. 5G wird natürlich auch unterstützt. Über Wi-Fi, Bluetooth habe ich nichts rausgefunden. Ich gehe aber davon aus, auch gerade wegen dem SoC, dass wir mindestens Bluetooth 5 Standard haben. Und es steht wirklich, ich schwöre, es steht nirgends, weder bei AliExpress noch direkt beim Hersteller. Aber wir haben auch NFC. Google Pay ist hier auch schon verfügbar, können wir uns also direkt einrichten, damals nochmal was rausbekommen. Dafür steht hier ganz prominent Red and Blue Warning Light. Also, Herrgott, noch einmal. Also unser rotes und unser blaues Licht hier über dem Campinglicht, wofür das ist, weiß ich nicht, aber es ist dabei. Und wir haben eben das Campinglicht selber, was super hell wird. Wir haben ein geiles Kamerasetup mit einer hochauflösenden Hauptkamera, die vernünftige Qualität abliefert im Foto- und im Videobereich. Wir haben die 64 Megapixel Nachtsichtkamera, die einen schnellen Autofokus hat und auch vernünftige Videoqualität und natürlich auch Bildqualität abliefert. Wir haben eine Tele, was geradezu ungewöhnlich ist. Wir haben unser Messgerät hier, das sogar recht vielseitig einsetzbar ist. Und wir haben ein echt fähiges Display. 120 Hertz, nur ein Gaming-Display, wird super hell, mit Full HD Plus, ausreichend hoch auflösend. LCD IPS ist ja sowieso recht zuverlässig und das Ganze hier auch in einem vernünftigen Gehäuse, was wasserdicht ist und auch mal den einen oder anderen Stoß aushält. Nachteil ist klar, es ist eines der schwersten Smartphones, die ich bisher getestet hatte. Es ist eines der dicksten Smartphones, das ich bisher getestet habe. Und es ist auch recht groß. Wobei das Display-Body-Verhältnis, muss ich sagen, erstaunlich gut ist. 627 Euro derzeit als Import bei AliExpress, muss ich sagen, ist bei dem, was 8849 hier liefert, wirklich ein fairer Preis. Es bleibt jedoch ein sehr, sehr, sehr spezielles Smartphone, allein schon wegen den Features. Für diejenigen, die sich dafür trotzdem interessieren, verlinke ich das 8849 Tank 3 unten in der Videobeschreibung. Das Tank 2, das kann ich euch auch mal verlinken, denn das dürfte es bereits bei Amazon geben. Es kommt natürlich nur Kleidung, wenn ich Tank eingebe. 550 Euro kostet das 8849 Tank 2, wenn ich daran denke. Dann werde ich das erste Video zu dem Smartphone unten in der Videobeschreibung verlinken, aber auch das Review zum Tank 2, das nämlich hier schon erhältlich ist und das war auch schon ein ganz schöner Preis. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Heute mein sehr kurioses Telefon, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.